Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. In letzter Zeit ist es ja tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, es kam einer mit I am Tabak, es kam einer mit Hansus und es kommt jetzt einer wieder. Gott sei Dank, ich habe es vermisst, zusammen mit meinem absoluten Lieblingsaufnahmepartner und Freund Dennis. Let's go, Junge, was geht, Mann? Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen, hier sind wir also wieder zurück, das beste Karrieremodus-Duo auf YouTube Deutschland. Erstmal auch sorry an euch Zuschauer da draußen, an Chris, der bombardiert wurde von euch, obwohl ich es ja war, der nicht am Start war. Es gibt nochmal Dinge, die ein bisschen wichtiger sind als YouTube, so Familie, meine eigene Gesundheit, die auch so ein bisschen Faxen gemacht hat. Dafür sind wir wieder back mit doppelter Ladung unter der Woche und am Wochenende. Ja, unter der Woche, was machen wir, Chris? Genau, da sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Jetzt also für euch einmal unter der Woche, wie es Dennis gerade schon mal angekündigt hat, gibt es einen 2-Saison-SDG-Showdown und das mit den vermeintlichen Außenseiter, zumindest mal rein individuell betrachtet, was das Gesamtrating angeht in der Bundesliga. Da übernehme ich den ersten FC Heidenheim, also auch das jetzt für euch in dieser Folge. Und auf meinem Kanal komplettieren wir das Aufsteiger-Duo. Da geht es mit Darmstadt dran, die ein bisschen schlechter in der Realität aktuell in der Bundesliga unterwegs sind. Da sieht es eher so aus, als würde Darmstadt gegen den Abstieg kämpfen oder halt voll drin sein. Und Heidenheim ist voll im Mittelfeld. Mal gucken, wie es hier aussieht. Bei Dennis kommt das Video natürlich auf jeden Fall auch zeitgleich online. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und am Sonntag geht es natürlich auch wieder weiter. Was heißt wieder? Wir starten also erneut wieder rein und wollen das Ganze zur Regelmäßigkeit werden lassen. Also lasst Liebe da. Das Comeback, das, wie Dennis schon angesprochen hatte und auch ich das Ganze unterschreiben würde, besten Karrieremodus-Duos, was das ganze SDG Showdown-Thema angeht. Ich freue mich riesig drauf. Wir sind also wieder zurück. Lasst Liebe da einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus und auch weitere Teamvorschläge. Ihr seht jetzt auch nochmal ganz kurz das Regelwerk im Hintergrund eingeblendet, sollte aber wahrscheinlich noch immer unabhängig davon, wie lange jetzt Pause war, klar sein. Ja, also es hat sich nichts geändert. Wir starten rein, 2 Saisons und starten in eine 20-minütige Sommertransferphase. Eine von 2. Ich bin gehypt und Dennis, wenn du ready wärst, könnten wir reinstarten. Ich muss mir das Regelwerk nochmal durchlesen. Lange ist es her. Nein, Spaß, Freunde. Starten wir rein. Let's go. Starten wir also rein. 20 Minuten. Gott, hab ich das vermisst. 3, 2, 1. Let's go. SDG Showdown und Vollgas. Dennis und Chris, ich bin so im Hype. Wir sind beim ersten FC Heidenheim. Ihr seht unsere, beziehungsweise meine Mannschaft mal in Bestbesetzung. Stand jetzt im 4-4-2 halten. In Sachen Geld, ja, Budget, 13 Millionen. Ich habe auslaufende Spielerverträge verlängert, habe bereits Spieler auf die Verkaufsliste gesetzt und habe auch soweit die Entwicklungspläne schon angepasst. Dennis sollte aber auf dem gleichen Stand sein wie ich. Also, hier seht ihr unsere Verkaufsliste. Wir nehmen wirklich gar keine Rücksicht. Es soll einiges passieren und vor allem sind wir halt ein ganz krasser Abstiegskandidat, haben nicht so viel Geld und müssen einiges machen und wollen besser werden. Heißt, der Fokus liegt wahrscheinlich schon auf Routiniers in Sachen Einkäufe. Aber alles, was passiert, seht ihr natürlich jetzt. Wir schauen aber vorher mal ganz kurz zu Dennis rüber. Na dann wollen wir mal schauen, ob ich den Karrieremodus verlernt habe. Ich gehe mal nicht davon aus. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1. Let's go, Freunde. Ich habe mich auch schon um ein paar Dinge gekümmert. Das hat mir Chris erlaubt. Verträge verlängert. Wir haben auch schon ein paar Spieler auf die Transferliste verfrachtet. Liste sieht wie folgt aus. Da haben wir auch einige bekannte Namen, zumindest von Heidenheim eben bekannt am Start, darunter Kleindienst, Meinka und eben auch Nationalspieler, leider nicht mitgekommen bzw. abgereist. Jan-Niklas Beste, bringen alle sehr viel Geld, Budget ist nicht das größte und damit können wir es hoffentlich ein bisschen erweitern, erhöhen, wie man es auch immer sagen will. Einer bleibt, Erin Dingci, den verpflichten wir jetzt also fest hier von Werder Bremen. Man besitzt wohl eine, ich glaube, Freigabesumme in seinem Vertrag, also was heißt man besitzt, er hat eine Freigabesumme für 5 Millionen. Heidenheim wäre bereit, tatsächlich diese zu ziehen und damit den Rekordtransfer vereinsintern einzutüten. Wir zahlen jetzt nur 4 Millionen an Bremen und wollen mit dem ja natürlich auch bis zum Ende gehen. 2 Saisons links, Jan-Niklas Beste, neuer Nationalspieler, leider verletzungsbedingt frühzeitig abgereist und rechts eben Erin Dingci. Transferbudget auf 56 Millionen Euro angehoben, es ist ein bisschen was passiert. Auf der Verkaufsseite gehen wir das Ganze durch. Wir haben Tomala, Schöpner, wir haben Meinka, Beck, Sessa, Beste, der die größte Ablösesumme gebracht hat. Zusammen mit Kleindienst 9 Millionen und 20, das sind auf jeden Fall unsere besten Verkäufe. Zwar nicht alle verkauft, aber erstmal die wichtigsten. Alle Abgänge in Reihe und Glied seht ihr jetzt hier. Jairu, dann haben wir Dovedan, wir haben Müller weggegeben, Pieringer, ihr seht es ja alles soweit im Hintergrund. Es ist einiges passiert und von den anfangs, ich glaube, knapp 13 Millionen sind wir jetzt hoch auf 37. Das waren mal mehr als 40, aber eben Erin Dingci hat uns ja 4 Millionen gekostet. Heißt also jetzt auch, es gibt natürlich ein paar Baustellen. Gimba und Meinka sind noch immer da. Kleindienst auch, 2 neue Außenverteidiger, im besten Fall 2 neue Sechser, einen neuen Sturmpartner für Kleindienst und vielleicht auch noch eine komplett neue Innenverteidigung plus Torhüter. Also nur Beste und Dingci bleiben wahrscheinlich übrig, wenn alles klappt, finanziell und zeitlich betrachtet. Erster Neuzugang in trockenen Tüchern, das Bundesliga-Comeback von Joshua Zirkse. Es ist perfekt gemacht. In der Realität wird er natürlich nicht zu Heidenheim gehen. Da denke ich mal, werden andere Vereine von anderem Kaliber vielleicht ja auch ein Comeback zum FC Bayern in Frage kommen. Hier machen wir, wie gesagt, das Bundesliga-Comeback perfekt. Aktuell in der Realität bei Bologna in der Serie A unfassbar krass am Performen in Sachen Tore und Vorlagen, glaube ich, mit der beste Spieler der Mannschaft. Die sind auch gerade Vierter oder Fünfter in der Serie A. Und ja, er soll uns irgendwie in der Liga halten, hoffentlich. Und da haben wir auch den zweiten Neuzugang, Wilfried Nyonto, mittlerweile bei
beim abgestiegenen Leeds United zu Hause, also mittlerweile abgestiegen, er ist schon länger, glaube ich, da, wenn mich nicht alles täuscht. 19 Jahre junge, 75er Gesamtstärke, auch ein Upgrade bekommen auf 85 im Potenzial und er soll Jan-Niklas Beste ersetzen auf der linken Seite. Lorenzo Montipo, ja, das müsste, glaube ich, so die richtige Aussprache sein. Vom Italiener, der kommt aus Hellas Verona, hat eigentlich, dachte ich, einen auslaufenden Vertrag, hat er hier leider nicht. 11 Millionen. Der hat aber ein 80er Potenzial, hat jetzt bereits eine 77 und ist natürlich gegenüber Kevin Müller eine absolute Verstärkung und vor allem einen, mit dem man über zwei Saisons gehen kann. Torhüter ist mit das Wichtigste in der Simulation. Machen wir auf jeden Fall mal einen Haken dahinter. Von Englands zweiter Liga kommt also direkt als Doppelpack Leif Davis, also Leif geschrieben L-E-I-F. Das ist ein Linksverteidiger, hat eine 73, ist 20 Jahre jung, auch hier ein 80er Potenzial. Das ist solide. Auf der anderen Seite werden wir jetzt wahrscheinlich für ihn rechts ein ähnliches Spielerpaket suchen. Da noch einen neuen Stürmer und dann hätten wir zumindest mal alle großen Baustellen jetzt damit schon offiziell bereinigt und könnten dann schauen, vielleicht mit Tauschdeals noch ein paar richtig geile Dinger abzuwickeln. Transfer Nummer 3 unter Dach und Fach, jetzt also auch Louis Cowell das Ganze mit Linksverteidiger zur Position. Ich will ihn aber als Innenverteidiger spielen, sollte glaube ich relativ einfach klappen, 2 Wochen Umform als Innenverteidiger dann, selbst wenn er nicht steigt, 75er Gesamtstärke ist sehr gut für unsere Startelf, wir machen den Deal perfekt und ich bin bisher eigentlich ziemlich zufrieden mit unseren Transfers. Es ist aber nur die Showdown-Standardfrage, darf man eben am Ende alle Spieler behalten oder macht Chris alles kaputt? Unsere aktuelle Nummer 1, Kevin Müller müsste es glaube ich sein. Ja, Marius spielt bei Schalke, wenn mich nicht alles täuscht. Der bringt weder Gesamtstärke noch Potenzial mit und das tut jetzt aber unser nächster Transfer, unsere neue Nummer 1. Denn da verpflichten wir Luis Junior von Famalicao, Famalicao, wie auch immer, Kevin Müller und 10 Millionen Euro im Tausch. Das heißt, es wird auch eine Keeper-Auswahl geben. Ich mache es mir mal wieder umso schwerer, aber ja, wir werden einige Spieler mit 75er Gesamtstärke, Talente, Torhüter zur Auswahl stellen und dann hoffentlich nimmt Chris eben nicht den Junior. Saud Abdulhamid kommt jetzt im Tausch mit Traoré und 9,3 Millionen also hier von Al-Hilal, ja. Da wechseln die Vereinsfarben von Blau zu Rot-Blau und hier haben wir Facundo Colidio, der spielt bei Riverblade, 6,5 Millionen Marktwert, ich glaube 80er Potenzial, 7 Millionen an Ablöse. Es kommen also hier absolut individuelle Transfers, die ich so noch nie selber in egal welchem Format hatte und für euch wahrscheinlich auch recht neu sind, zumindest im Karrieremodus. Finde ich aber geil, beide Deals tüten wir also ein und gucken dann, dass man mit den restlich gebliebenen paar Millionen irgendwie noch vielleicht ein paar Tausch jetzt irgendwie über die Biene bringen kann. Ja, alles klar. Biene Meier über die Bühne bringen kann. Ihr wisst doch, was ich meine. Let's go, Leute. Für einen Transfer reicht das Budget noch aus. Wir tauschen Dove dann ein, zahlen nochmal ein bisschen Geld oben drauf und dafür kommt Can Uzun. Auch ein Talent in aller Munde aktuell. Ich glaube, 18 Jahre alt in der Realität oder kurz davor, 18 zu werden. Sich vor kurzem auch entschieden, für die türkische Nationalmannschaft anstelle der Deutschen zu spielen. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, was ihr davon haltet. Hätte Can Uzun eine wirkliche Chance überhaupt, in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen? Gut, man muss aber sagen, er spielt gerade noch seine erste Profisaison. Zweite Liga Nürnberg. Macht das Ganze aber unfassbar stark. Mal gucken, wo es auf Vereinsebene hingehen wird. Frankfurt ist ja sehr interessiert. Auch andere Vereine gehe ich mal stark von aus in Deutschland. Hier wird es eben der Wechsel zu Heidenheim. 10.000 Euro die Woche und ich plane ihn als 10er. Aktuell Mittelstürmer. Hat schon eine Gesamtstärke dazu gewonnen und hoffentlich als 10er vielleicht noch eine weitere. Wir sind jetzt am Transfer Deadline Day angekommen und ich glaube, es wird nochmal was passieren. Wir haben zumindest eine Übereinkunft bei Gimba und Toulouse. Jetzt offiziell 4,65 Millionen. Wir schrauben also das Konto auf gute 7 Millionen auf. Wir brauchen aber natürlich auch einen Ersatz. Sierstleber ist, glaube ich, auch noch da. Den könnte man irgendwie tauschen. Oder notfalls müsste er dann anstelle vom jetzt verkauften Benedikt Gimba einspringen. Ja, Zeit haben wir noch ein bisschen, aber 3 Minuten sollte man keinesfalls unterschätzen. Auf den letzten Drücker werden wir dann also fündig. Nicolas Valentino kommt jetzt hier, also nee, Valentino nicht, Valentini, so rum, kommt von den Boca Juniors und wir werden wahrscheinlich jetzt auch die Formation noch irgendwie ein bisschen völlig individuell anpassen müssen, weil das so alles nicht hinhaut. Denn wir haben jetzt Teuerkauf, versehentlich als Innenverteidiger umgeformt. Also, was heißt versehentlich? Das war ja auch irgendwo der Plan. Aber der kann dann gar kein Sechser mehr spielen. Und wir haben eigentlich gar keinen Bedarf an Innenverteidiger. Von daher müssten wir echt mal schauen, wie wir das Ganze jetzt irgendwie hinbekommen. Aber wir sind fertig und sehen uns zusammen wieder mit Dennis oder ihn nochmal, je nachdem, ob was geht. Aber er hat, glaube ich, schon geschrieben, dass er fertig ist. Genau. Der erste Transfersommer liegt also hinter uns. Es wird bei beiden im Winter nichts passieren. Bedeutet also, wir sind natürlich schon irgendwo auf die Neuzugänge angewiesen. Ob wir alle behalten dürfen, das finden wir jetzt heraus. Wir machen aber natürlich vorher erstmal ganz kurz die obligatorische Abfrage. Bedeutet, wie viele Spieler sind es als Neuzugänge bei dir geworden, Dennis? 5 an der Zahl. Ah, okay. Ich habe 6. Ja, ich habe 6. Also in Klammer, eigentlich sind es 5 und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ehren Dingchi habe ich fest verpflichtet. Okay, ja.
okay. Man weiß doch, man weiß die Moves. Wir denken ähnlich, aber ich habe es nicht gemacht. Kann ich schon mal spoilern an der Stelle. Okay. Ich fange an, ich bin ja gerade im Redefluss mit meiner ersten Fünfer-Auswahl. Mhm. Junge, warte ganz kurz. Ich muss kurz den Bademantel, den ich trage, ausziehen, weil, Junge, sonst schwitze ich noch viel zu viel hier. Weil es geht auf jeden Fall um die Torhüter-Position. Oh, ja. So, auf jeden Fall. Der imaginäre Bademantel hier ist ausgezogen. Nein, Spaß, ich habe wirklich einen angehabt. Ist ein bisschen kalt, Freunde. Ist ein bisschen kalt. Ich trage nur ein T-Shirt hier. Also natürlich auch was drunter. Nee, kommen wir aber zur Auswahl jetzt, Freunde. Wir haben auf dem Zettel einmal Martin van de Voort von Genk. Vertrag läuft aus. Wir haben Mats Hermansen von Leicester City. Wir haben Luis Junior von Famalicão. Wir haben Agirre Sabala Lala. Bruder, was ein Name. Athletic Bilbao, 75er Rating. Und Dorde Petrovic von Chelsea. Boah, Petrovic, so unscheinbar. Hat jetzt tatsächlich sehr oft für die Blues gespielt. Hat auch ein kleines Upgrade bekommen. Mhm. Ich hatte aber direkt einen im Kopf, weil ich den in letzter Zeit recht häufig sehe, aber irgendwie noch nie so wirklich verpflichtet habe. Und das ist der Hermansen. Das ist ein Däne, glaube ich, ne? Ja. Den würde ich einloggen. Okay, dann habe ich Glück. Es sind immer wieder so diese Momente. Ich weiß nicht, was für Spieler du siehst. Hätte auch Luis Junior sein können, den ich verpflichtet habe. Aber ja, damit bin ich schon mal safe. Ich glaube, ich hatte sogar Hermansen in irgendeinem Video von uns, in irgendeinem Show doch mal verpflichtet. Das kann sein, ich erinnere mich. Irgendwie grob in so eine Richtung hatte ich den mal. Aber ja, gut. Erster Spieler. Ich darf ihn behalten. Torhüter. Let's go. Okay, ganz, ganz wichtig. Dann komme ich jetzt zu meiner ersten Position. Später komme ich auch zum Torhüter, aber der macht bei mir den krönenden Abschluss, was die Fünfer-Auswahl angeht. Ja, ich will den immer schnell weghaben. So. Ja, das glaube ich. Und es hat ja auch funktioniert. Aber ich bin auch noch am Schwitzen hier. Und das ohne Bademantel. Also, erstmal gehen wir aber auf die Außenverteidigerposition. Ich sage aber so viel schon mal. Jeder Abgang würde schmerzen, denn ich habe tatsächlich alles drumherum komplett verkauft. Ich könnte es nicht aus den eigenen Reihen kompensieren. Und wenn, dann halt nur eben mit deutlichem Rating als Differenz. Also, Rechtsverteidiger. Zur Auswahl gibt es da einmal Devin Rensch, also der Niederländer von Ajax. Wir haben dann hier Sergi Cardona, wir haben Jaden Bogle, wir haben Alistair Johnston und zu guter Letzt noch Saud Abdulhamid, der ist von Al-Hilal. Ich habe irgendwie mit ganz anderen Namen gerechnet, aber gut, wir sind auch Heidenheim, das darf man nicht vergessen. Ey, der Bogle, der war mir irgendwie im Kopf. Der ist halt eigentlich nicht gut, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dich jetzt so treffen würde, aber ja, ich nehme Bogle. Okay, es ist tatsächlich vom Rating her der schwächste Spieler. Okay. Es ist einer der besten geworden mit einer 76. Ja, Abdulhamid. Ja, ich schwöre dir, im ersten Moment dachte ich, ja, vielleicht er, weil er so unscheinbar ist, aber ich hatte gar keine Ahnung, wer der Beste ist, wer der Schlechteste. Mhm. Deswegen bin ich einfach auf irgendwen gegangen, den ich halt kannte. Und ja, leider nicht. Schade. Habe ich also ein bisschen Glück. Wir bleiben aber weiter ohne Snipes, was ja auch irgendwo gut ist, denn wir wollen uns gerade über zwei Saisons ja auch entwickeln und verbessern. Aber trotzdem, Dennis, ich könnte mir vorstellen, du möchtest schon deine Spieler behalten und ich hätte auch Bock, hier vielleicht einen bei dir zu treffen. Vielleicht jetzt, zweite Fünfer-Auswahl. So, dann kommen wir zu Auswahl Nummer 2. Es geht um einen neuen Stürmer. Da habe ich mich verstärkt. Kleindienst verkauft für auch ordentlich Geld, fast 10 Millionen Euro. Und ein Talent auf jeden Fall anstelle von ihm verpflichtet. Da haben wir zur Auswahl einmal einen aktuellen Bayern-Spieler mit Matthias Tell, einen ehemaligen mit Joshua Zirkse. Wir haben Maxi Bayer ja auch in aller Munde aktuell. Wie Corona-Test. Nein, Spaß. Weil wir es heute hatten bei WhatsApp mit irgendwelchen Freestyles, die eigentlich nur geklaut sind von irgendwelchen Rappern. Genau. Dann haben wir Dalinga von Toulouse. Und zu guter Letzt ein Spieler, der mit der Bundesliga verbunden wurde, also in Verbindung gebracht wurde mit Gladbach, glaube ich, Amdouni von Burnley jetzt aber. Mhm. Okay, ja, Amdouni war, glaube ich, damals bei Basel oder so. Genau, richtig. Alles täuscht. In der Schweiz auf jeden Fall. Also alle Kandidaten, so viel schon mal vorweg, habe ich gerade auch bei meiner Zusammenstellung der Liste schon mal gelesen, ja, weil ich auch ungefähr in die Richtung was auf der Stürmerposition gemacht habe. Also ich werde danach auch meine Fünfer-Auswahl in Sachen Stürmern vorstellen. Ich gehe nicht mit einem der Bayern- oder Ex-Bayern-Jungs, sondern ich würde mit Dalinga, glaube ich, gehen. Das wäre mein Favorite und ja, komm, ich gehe mit Dalinga. Okay, dann war es für mich relativ schnell klar. Es ist einer der Bayern-Boys geworden. Oh, wenn du dich entscheiden müsstest, Tell oder Zirkse? Zirkse. Okay, es ist auch Zirkse geworden, den ich zurückgeholt habe. Hier nach Deutschland ist er aktuell bei Bologna ziemlich krass am Rasieren, Tore und Vorlagen am laufenden Fließband machen. Mal gucken, was in diesem Sommer passieren wird. Ob Bayern ihn zurückholt mit Weiterverkaufsgebühr, 50% sind es ja, glaube ich, ein bisschen was verdienen wird. Mit ihm, durch ihn, wie auch immer. Ja, aber bei mir darf er bleiben und ja, hoffentlich Tore machen hier bei Heidenheim. Okay, das gleiche trifft dann hoffentlich gleich auch nach Abschluss der Snipe-Phase auf meinen Stürmer zu. Mhm. Es gibt für dich zur Auswahl einmal Facundo Colidio, das ist ein Argentinier von River Plate, hat eine 74, genauso auch Maxi Bayer. Wir haben dann hier noch Wilfried Njonto, den man ja problemlos umtrainieren kann als MS oder ST. Wir haben dann den ehemaligen Hoffenheimer Jorginho Rüter und wir haben noch hier Christian Kouame von der Fiorentina. Ja.
ich würde auf Nyonto oder Kwame gehen, keine Ahnung wieso. Und er ist zwar nicht in der Auswahl bei mir, aber Wilfried Nyonto, ich habe ihn verpflichtet und ich würde einfach mal mit ihm gehen. Okay, dann war auch bei mir, ähnlich wie jetzt bei dir zuvor, recht früh klar, ich dachte, den Stürmer Maxi behalten. Bayer. Nee, tatsächlich Facundo Colidio. Okay, das ist natürlich der eine Name, den ich nicht mal kenne, so gefühlt. Ja, und deshalb hatte ich ein bisschen Schiss tatsächlich, weil das der einzige ist, den man nicht kennt, dass man dann vielleicht genau auf den geht. Genau, auf dieser Basis so ihn auswählt. Ja, genau. Aber ich hatte auf jeden Fall Glück. Bei mir aber wird es ja später nochmal richtig hart, was die Torhüterposition angeht. Ich glaube, für dich wird es ein bisschen angenehmer bei deiner letzten Auswahl. Ja, definitiv. Es ist ein bisschen entspannter auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. Welche Position? Innenverteidiger. Da haben wir auch Top-Talente zur Auswahl. Auch relativ große Altersspanne sehe ich gerade von 17 bis 23. Der Jüngste, das ist Jorel Hartor. Dann haben wir Lucas Beraldo. Wir haben Louis Caldwell. Also alles nach der Reihenfolge. Jan-Orel Bisek. Und der Älteste ist Lacroix. Eieiei. Nee, Lacroix würde ich irgendwie ausschließen. Hartor natürlich auch crazy. Hatten wir aber schon oft. Würde ich mal rausnehmen. Jan-Orel Bisek finde ich interessant. Caldwell und Beraldo. Beraldo ist mir direkt eigentlich so, als derjenige Preis-Leistungs-Verhältnis könnte richtig gut sein. Dann gehen wir doch mit dem, glaube ich, einzigen ohne Spielerbild und dann würde ich den einloggen. Der hat tatsächlich ein Spielerbild mit. Hat er? Hat er. Wurde ein paar aktualisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Also ein paar Spieler, die keins hatten, haben jetzt eins. Er ist einer davon. Und nicht mein Transfer aber gewesen. Es ist Louis Caldwell. Ich weiß nicht, ob der in einem deiner Positions-Ding-Videos vorkommt. Ja. Vom Linksverteidiger zum Innenverteidiger plus 3. Stark. Also von 75 jetzt auf einen 78, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der steigt maximal plus 1. Nee. Hab den so relativ unscheinbar geholt. Deswegen musste ich ihn auch mit in die Auswahl nehmen, also die Innenverteidigerposition. Weil das hätte mich auf jeden Fall sehr hart getroffen, eine 78 in der Innenverteidigung zu verlieren. 11 Millionen bezahlt, der ist jetzt schon 18 wert. Ja, das ist schon krass. Also der hatte tatsächlich mal früher schon eine Linksverteidigerkarte, war dann irgendwann mal IV, weil er das eigentlich auch immer gespielt hat und ist jetzt, warum auch immer, wieder zurück als Linksverteidiger. Vielleicht, weil er bei Chelsea des Öfteren Linksverteidiger spielt. Würde ich habe echt keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das richtig stark und dann darfst du den behalten. Also für dich alle meine recht Transfers. Klitzlich ausgegangen. Also richtig. Das heißt, Jonto wissen wir ja noch. Wer war dann der Fünfte? Und Can Uzun habe ich verpflichtet. Soll mein neuer Zehner werden, spielt jetzt erstmal Mittelstürmer, weil es einfach 9 Wochen braucht. Keine Ahnung warum. Okay, alles klar. Ja gut, bevor ich zu meiner Auflösung komme, also da ist ja Dingchi bereits bekannt, hoffe ich, ich darf meinen Torhüter behalten. Wenn nicht, muss Vitus Eicher mit einer 66 ran. Ich habe echt schon Angst. Deutsche Eiche. Also, wir haben ganz kurz zur Auswahl André Lunin. Wir haben dann von meinem geliebten 1. FC Köln Marvin Schwebe. Wir haben Ivon Mvogo, der war ja auch mal in der Bundesliga. Wir haben dann Lorenzo Montipo, ist ein Italiener von Hellas. Und zu guter Letzt Vanja Milinkovic-Savic vom FC Turin. Was haben die letzten drei für ein Rating? Kannst du mir das sagen? Vielleicht ein bisschen helfen. Ja, ich kann dir auch alles theoretisch sagen. Nee, die ersten beiden schließe ich eh schon kategorisch aus. Also freue ich jetzt oder nicht. Ja, okay. Montipo hat eine 77, Mvogo eine 78 und Milinkovic-Savic hat auch eine 77. Ich gehe mit dem Mvogo. Oh, let's go! Ist es einer der letzten drei? Es ist Montipo geworden. Ach, Mann, ey, die ersten beiden, ich weiß schon gar nicht mehr, Schwebe und der andere, die waren für mich so safe raus. Luni war es noch, ja. Ja, genau, und dann blieben nur noch die letzten. Ach, Mann, das ist der mit der 78, ne? Nee, 77. Ah, der andere mit 77. Ach, Mann, okay, aber egal. Das ist trotzdem in Ordnung, würde ich sagen. Ja, also das heißt, wir dürfen alle unsere Spieler behalten. Bei mir war ja klar Montipo, Abdulhamid und Colidio. Ich habe dann noch einen 72 gerateten Innenverteidiger, Nicolas Valentini, Argentinier, kam von Boca Juniors. Mhm. Ich habe noch hinten links Live Davis, der kam von Ipswich Town. Live? Und heißt er wirklich L-I-F-E? Nee, L-E-I-F. Ah, okay. Also live auch ja, okay, so mäßig, genau. Ja, wahrscheinlich Leif Davies oder wie auch immer. Und eben halt Aaron Dingchi, was ja auch soweit bekannt war. Ja, okay. Meine Aufstellung in der Formation sieht bodenlos aus. Tannenbaum, der als letztes gewählt wird, ja, weil er einfach so katastrophal aussieht. Aber es ist, naja. Im Endeffekt, wir dürfen alle unsere Spieler behalten und mein schlechtestes Rating ist eine 72, was halt aber trotzdem dreimal vertreten ist bei mir. Okay, bei mir glaube ich sogar eine 70. Wie gesagt, Thema Teuerkauf. Als Sechser muss spielen, wird auch die Saison zu Ende spielen. Dingchi nicht gekauft, 70 von Uzun sehe ich gerade auch. Ansonsten nicht verkehrt. Mal schauen, was wird, Freunde. Gehen wir rein in den Kalender, in die Simulation zum Ende der Saison. Hier sind wir dann also am Ende der ersten Saison. Ja? Wir sind noch nicht am Ende des SDG Showdowns, aber das heißt dann erstes Mal Punkte zählen.
Und ja, wir sind beide auf der Tabelle. Ich habe nicht die magische Grenze von 40 Punkten erreicht, bin 3 Punkte darunter, bin auf Platz 14, habe aber tatsächlich 11 Punkte Vorsprung auf die Relegation. Aber trotzdem, ja, gibt es für mich halt nur 4 Punkte, also in Sachen Showdown. Wie viele gibt es für dich? Weil okay. Welcher Platz bei dir wo steht? Platz 12 für Heidenheim, könnte vielleicht auch am Ende in der Realität so kommen für die Heidenheimer. 39 Punkte, also auch hier eins an der magischen Zahl vorbei. Bei mir ist es aber super knapp, also ich habe nur 3 Punkte, doch 4. Mathe, Digga, let's go. 4 Punkte Abstand auf die Relegation, 3 wollte ich dann sagen auf den 14. und 15. und einen auch nur auf den 13. Also zwischen Platz 12, beziehungsweise eigentlich kannst du auch noch 11 mit reinzählen mit 40 Punkten bis 16, ja. Da hätte noch alles passieren können. Und wer ist bei dir abgestiegen? Abgestiegen sind Darmstadt und Bochum und Stuttgart, die ja aktuell komplett am Rasieren sind in der Realität, spielen Relegation. Okay, Stuttgart ist bei mir 8. Bei mir ist Bochum und Mainz abgestiegen und Freiburg in der Relegation. Okay. Naja, heißt also 6 Punkte für dich, 4 gibt es für mich. Wir zählen natürlich auch die Punkte im Pokal mit dazu. Ich dachte gerade schon, erste Runde raus. Nee, aber für mich gibt es 2 Punkte. Ich habe gegen Wiesbaden, also gegen Wehen gewonnen, gegen Bremen und dann zu Hause, auswärts im Signal Iduna Park 4:1 zu verlieren. Okay, war bei mir ähnlich. Erste Runde für uns Karlsruhe, dann auch Bremen in Runde 3 und Viertelfinale gegen Hoffenheim leider 2:1 verloren. Okay, aber dann passiert. Sind wir da immerhin im Gleichschritt. Trainer des Monatspreise, es wird mich stark wundern, wenn da welche stehen. Aber ja noch die 1 verdient bei mir. Nicht Jobs durchsuchen, sondern ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Karrieremodus ist. Möchte einfach direkt hier Dennis Reichs mit Heidenheim. Ein Jahr oder andere Ultimate Team YouTuber Spaß. Was? Auf jeden Fall kein Trainer des Monatspreis. Okay, dann machen wir es uns da auf jeden Fall gleich. Jetzt heißt es hier, der Spiele ohne Gegentor. Oh, es ist ein Trauerspiel. Warte, was war Teuerkopf bei mir für Rating? Lass mich kurz gucken. Bruder, 63, minus 8 im letzten Jahr. Aber der Mann hat rasiert, 1 Tor, 2 Vorlagen in der Liga. Meisten Tore hat bei mir Zixe mit 15. Achso, meisten Tore. Achso, sorry, ich bin so komplett lost, Digga. Alles warte, gut. Okay, dann gehen wir nochmal auf die Tore, 15, ja, sorry. Okay, habe ich tatsächlich 17 mit Stark. Tim Kleindienst und 15 hat Colidio, also da kriegt er... noch mit 13 im Angebot und okay, Vorlagen ist derselbe Spieler, Zixe 7. Okay, aber bei dem Punkt, weil Colidio hat auch 7. Okay, und 7 ist ein gutes Stichwort, denn 7 Spiele zu 0 hat auch Luis Junior. Ja, also da habe ich eine 2 stehen. Ja, Löwe, Digga. Ein Löwe. Das Luis ist natürlich eine absolut wilde Angelegenheit. Heißt also hier, es steht insgesamt, müsste jetzt 10:8 stehen. Also es ist ja eigentlich dann immer im Gleichschritt gewesen, Pokal gleich. Jetzt hier eine Statistik für mich, eine für dich, eine für uns beide. Und dementsprechend waren ja die 2 aus der Liga der Vorsprung für dich. 10:8 aus dem ersten Jahr. Und es heißt das zweite Jahr. Mal gucken, was finanziell möglich ist. Also ganz so viele Verkäufe sind... ja, wahrscheinlich nicht mehr drin, aber so eine 75 im Kollektiv, mein Lieblingswort, wäre schon echt ganz cool. Und daran setzen wir alles ins zweite Jahr, 20 Minuten. Und ihr seht es wie gewohnt natürlich in der Konferenzschaltung. Der zweite Timer ist gestellt, Leute. 20 Minuten beginnen in 3, 2, 1, let's go. Wir beginnen mit unserem Transferbudget. Das sind 25, waren eigentlich 20 Millionen. Ist ein bisschen mehr als die 13 im ersten Jahr. Benedikt Gimba, man hat ihn ja gerade kurz noch gesehen, hat den Verein per Freigabesumme verlassen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, sind irgendwie 6,5 Millionen gewesen. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle für die neue Saison einen neuen Sechser, neuen, ja, Verteidiger durch eben Gimba, der uns verlassen hat. Dingchi natürlich auch weg auf dem rechten Flügel. Neuer Linksverteidiger. Rest der Startelf sieht eigentlich ganz gut aus. Da würden wir auch das ungefähr schaffen, was Chris meinte mit 75 im Kollektiv. Verplempern wir jetzt aber lieber gar keine Zeit. Starten wir also in Saison Nummer 2. Der Timer, den lassen wir jetzt gleich laufen. 3, 2, 1, let's go. Es wird nämlich lange nicht so viel passieren wie noch im ersten Jahr. Das ist unsere Mannschaft. Also Maloney, den könnte man fast behalten. Genauso auch Valentini. Dann haben wir hier Stiersleben. Ja gut, das ist die größte Baustelle bis dato mit einer 73. Wir haben nur 18 Millionen. Und Spieler wie halt hier, ja, Niklas Beste eine 80 und 79 bei Dingchi, sind die halt mit Abstand, ja moin, ich kann nicht mal mehr reden, mit Abstand Besten, so rum. Und dementsprechend weiß ich halt echt nicht, was ich machen soll. Kleindienst hat halt auch komplett abgeliefert, vielleicht auch aufgrund der Größe. Colidio ist deutlich kleiner, also ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Ich will auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger. Vielleicht kriegt man dann auch noch Mainka verkauft, sodass der neue Innenverteidiger nur dann Partner in der Viererkette von Valentini wird. Und wir holen noch einen weiteren Sechser oder gar 10er mit dazu. Da müssen wir einfach mal schauen, was so möglich ist. Vielleicht müssen wir tatsächlich ausschließlich auf auslaufende Spielerverträge. Leverkusen will Zirkse holen, ist sogar bereits 66 Millionen Euro für ihn zu bezahlen und da müssen wir einfach ja sagen. Gleichzeitig bietet mir Leipzig Klostermann und 10 Millionen für Luis Junior an, unseren Keeper. Das heißt, wir hätten jetzt schon mal Cowell ersetzt und bräuchten einen Keeper, hätten dafür aber unfassbar viel Geld. Also ja, und selbe Gesamtstärke, Cowell wird sich jetzt auch nicht um mehr als 2 Gesamtstärken verbessern, das heißt, mehr als 82 wird er nicht haben. Klostermann hat ebenfalls die 80.
es ist eigentlich ein guter Deal. Weil ich gerade irgendwie alles verwechselt und falsch erklärt habe, kurz nochmal, was hier gerade transfermäßig passiert ist. Zirkse geht für 66 Millionen zu Leverkusen. Luis Junior geht zu Leipzig für Klostermann und 10 Millionen im Tausch, der mit Cowell die Innenverteidigung bildet. Ich habe gerade irgendwas die ganze Zeit gelabert von Klostermann, ersetzt Cowell, selbe Gesamtstärke. Cowell ist aber gar nicht gegangen. Also da gab es keine Einigung mit eben Chelsea, seinem Ex-Club oder Paris. Deswegen alles gerade falsch gesagt, jetzt richtig und dann machen wir weiter. Budget ein bisschen aufgeschraubt, denn wir haben Kevin Sessa für 5,2 Millionen zu Cadiz verkauft und Sporting 7,4 für Siersleben. Heißt also, die zwei Jungs sind weg. Sessa war ja sogar nur Backup. Das heißt, wir haben jetzt streng genommen nur einen aus der Startelf verloren. Das ist Keller. Oh, ich sehe vorne. Kleindienst hat sich jetzt auch nochmal verbessert. Zwei neue Innenverteidiger vielleicht. Ja, dann behalten wir Mainka als Kapitän einfach noch und geben eventuell Valentini auch wieder in einem Tausch mit dagegen. Oh, ich weiß es echt nicht. Ey, wir müssen echt hoffen, dass wir irgendwie richtig geile Deals abwickeln können. Der Ersatz für Luis Junior ist gefunden und das wird Marcin Bulka von Nizza. Hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Show noch mal gute Erfahrung mitgemacht. 24 Jahre alt, 80er Gesamtstärke, lässt sich fast 30 Millionen Euro kosten. Ist aber auch ein ordentliches Upgrade auf der Torhüter-Position, mit dem wir vielleicht in Richtung Top 10 hier in der Bundesliga gehen können. Machen wir den Deal perfekt, 50.000 die Woche. Und damit haben wir schon mal den ersten richtigen Neuzugang, Klostermann mal ausgenommen, abgeschlossen. Erster Neuzugang für die Innenverteidigung, Aitor Paredes. Ja, der ist erst 24, hat eine 76, sogar ein Potenzial von plus 80, kostet uns glatt 8 Millionen. Und das bei einem Marktwert von über 11. Da profitieren wir von einem auslaufenden Spielervertrag von Bilbao, geht's also nach Heidenheim. Eine absolute Legende, kommt auch als Innenverteidiger. Erkennt ihr ihn schon? Hier sind's jetzt. Harry Maguire, Valentini im Tausch, der einfach 6 Ratingpunkte schwächer ist als er und nur 3 Millionen obendrauf. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste mit, ich glaube, 31, wird halt maximal 32 dann im Laufe der zweiten und zugleich letzten Saison, aber mit einer 80 ist er zugleich ja der mitbeste Spieler. Zusammen mit Yannick das Beste, was das Gesamtrating angeht. Wir brauchen die Routine, wir wollen besser abschneiden, auch noch im Vorjahr und deshalb ist das auf jeden Fall unser Neuzugang. Trägt die Nummer 5 und Stand jetzt bleiben wir der sehr unkonventionellen Formation noch immer treu. Unser neuer bester Spieler, was die Gesamtstärke angeht, mit einer 82, das wird Jonathan David. 24 Jahre alt, 30 Millionen Euro müssen wir zahlen. Ist sogar ein Upgrade im Vergleich zur Gesamtstärke zu CXC plus 3 eben. Vertrag unterschrieben und damit fehlt jetzt eigentlich nur noch der Ersatz für Dingchi und ein neuer Sechser. Neuer rechter Flügel unter Dach und Fach gebracht. Es wird Amad Diallo von Man United vor ja, nicht allzu langer Zeit im FA Cup gegen Liverpool ein entscheidendes Siegtor erzielt. 22 Jahre jung, 76er Gesamtstärke, Potenzial nach oben ist ordentlich und jetzt fehlt eben nur noch dieser letzte Sechser. Dritter und safe, letzter Neuzugang. Lloris Chotin, ich vermute, ja, so spricht man den Franzosen, Neuzugang von Montpellier irgendwie aus. Meloni im Tausch und für uns 7 Millionen obendrauf. Das restliche Geld werden wir jetzt wahrscheinlich noch irgendwie in die Jugendakademie stecken. Es sind aber nur noch 3 Millionen und das lohnt sich nicht. Weder ein Tauschdeal, weil man gleichzeitig halt eben auch später einen Snipe riskiert, sondern ja, einfach gar nichts. Ja, weder das noch andere Dinge. Es ist der dritte Neuzugang. Ich stelle jetzt schon die 5er-Auswahllisten fertig und dann sehen wir uns auch gleich schon wieder mit Dennis. Wobei ihn wahrscheinlich vorher auch nochmal. Uff, Leute, alles Geld zusammengekratzt für den letzten Neuzugang. Mandela Keiter wird unser neuer Sechser aus der belgischen Liga. 78er Gesamtstärke. Machen wir den Deal perfekt. Da reicht das Gehaltsbudget dann doch aus, nachdem wir gerade um tausende Euros verhandelt haben. Mit 30.000 Euro Einstiegsbonus, 20.000 die Woche. Haben wir es jetzt also geschafft. Der letzte Neuzugang für die Startelf, die wir uns gleich auch nochmal anschauen. Mannschaft sieht im Endeffekt wie folgt aus. Hier noch Bulka ins Tor und dann haben wir hier schon mal die 380er Gesamtstärken hinten. Traoré, Föhrenbach, Keita, Meloni ist geblieben. Der einzige Spieler, glaube ich, aus der eigentlichen Heidenheimer Elf. Okay, nichts gesagt. Traoré und Föhrenbach existieren. Uzun, David, Nyonto, Diallo. Ansonsten den Rest der Mannschaft seht ihr. Bank ist natürlich wie immer eine absolute Katastrophe in den Showdowns. Aber darum geht's nicht. Hauptsache die Startelf ist was am Reißen. Und damit, Leute, kommen wir jetzt zum Snipen und hoffen, dass wir alle Spieler behalten können. Kurz und knapp, hier sind wir wieder. Bei mir sind es 3 Transfers. Ich weiß nicht, Dennis, bei dir? Bei mir einer mehr. 4. Oh, okay. Dann starten wir doch einfach diesmal direkt rein. Und diesmal bin's ich, weil Dennis als Gast ja die erste Transferphase quasi begonnen hatte mit seiner 5er-Auswahl. Ich bin's, Chris und Dennis. Wir haben einen neuen 6er bei mir. Ja? Zur Auswahl gibt's einmal Lloris Chotin, spricht man den so aus, so ein Franzose. Also Chotin geschrieben. Dann haben wir Mandela Keita, wir haben Angel Gomez, wir haben Mario Lemina und wir haben Enzo Loyodis. Und übrigens, alle hier, plus alle 15 insgesamt, die aufgezählt werden, mit auslaufenden Spielerverträgen. Ja, ist gut. Enzo Loyodis, gib ihm. Okay, perfekt. Dann darf ich meinen Lloris Chotin behalten. Ist auch ein Franzose, war also gar nicht so abwegig, aber es ist eben der Falsche geworden bei dir. Okay, erste Auswahl. Keeper. Haha. Ja, alle guten Dinge mal wieder hier. Direkt zum Start, nicht zum Schluss.
nicht das Beste kommt zum Schluss und dann zum Start. Wir haben auf dem Zettel einmal mit auslaufendem Vertrag, das müssten Kepa von, ja mittlerweile zurück bei Chelsea, Ortega von Man City, wir haben Audero von Sampdoria Genua, ist auch glaube ich am Anfang verliehen an Inter. Ohne auslaufenden Vertrag sind dann einmal Bulka und Justin Bailo. Okay, nee, die sind mir glaube ich, würde ich sagen, verhältnismäßig zu teuer dann, je nachdem wie sie sich auch entwickelt haben. Ich würde, vielleicht freust du dich jetzt auch schon, mit dem einzig Deutschen aus der Fünfer-Auswahl gehen und würde Stefan Ortega einloggen. Okay, ja lustig, weil wenn ich mir jetzt so im Nachhinein angucke, Ortega, dann dachte ich, hätte ich mir gedacht, so ja, hätte ich den mal lieber geholt. Habe ich aber nicht getan, weil er ist halt wirklich super billig und 79 ist echt stark. Aber auf jeden Fall habe ich verpflichtet Bulka, also einer der beiden Boys, die doch teuer waren. Doch, tatsächlich ein bisschen Geld für Luis Junior auf jeden Fall bekommen. Beziehungsweise erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu, 80er Gesamtstärke. Ja, hütet jetzt das Tor. Stimmt, das habe ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Du hattest ja vorher schon einen mit ordentlich Potenzial, der, wenn das sich entwickelt hat, auch gut Geld hat einbringen können eigentlich, ne? Richtig. Ja, okay, da war ich dann einfach schlecht informiert. Ich bin aber ganz gut informiert, was meine zweite Fünferauswahl angeht. Da gibt es nämlich für dich, also ich habe zwei weitere Innenverteidiger. Es gibt jetzt einmal die Sparte, die besseren, ja, vom Rating, und es gibt die schwächeren. Starten wir doch einfach mit der schwächeren erste rein, ja, Innenverteidigerposition. Haben wir mit einer 77 Lilian Brassier, wir haben mit einer 78 Umar Solé, mit einer 77 Saul Coco, wir haben mit einer 76 der schwächste Aitor Paredes und wir haben zu guter jetzt noch Maxens Lacroix mit einer 78. Ey, Coco Jumbo, gib mir Saul Coco. Ah, okay, jol, dann darf ich den Schwächsten behalten. Es ist Aitor Paredes geworden. Ah, okay, ja, das kannst du gerne behalten. Okay, let's go, bei dir weiter. Dann kommen wir zu meiner Stürmerauswahl. Hier alle Spieler mit auslaufendem Vertrag. Da haben wir auf dem Zettel einmal Pavlidis von Alkmaar. Wir haben Cucho Hernandez von Columbus Crew. Wir haben Memphis Depay von Atletico Madrid. Wir haben Lucas Enmetscher natürlich, Liga-intern von VfL Wolfsburg und Jonathan David von Lille. Was ist das denn für eine Auswahl? Ich habe Zirkse verkauft. Sein wurde erstmal angemerkt an der Stelle. Da ist ein bisschen Geld für ausgegeben worden. In der Bundesliga auch. Also ist geblieben in der Bundesliga. Ja. Genau. Also ich schließe Jonathan David und Memphis Depay aus. Okay. Das heißt, es bleibt übrig Metscher. Metscher, Cucho Hernandez und Pavlidis. Pavlidis, ich sehe den so oft auf den Listen, aber irgendwie immer so unscheinbar. Da weiß der Typ eigentlich echt krass. Und ja, komm, ich gehe mit Pavlidis. Ey, ich sag dir ehrlich, ich hätte ihn geholt, wenn Frankfurt ihn nicht geholt hätte. Er hat sich da auch schon plus 2 oder 3 entwickelt, hat eine 82. Das heißt, er wäre jetzt hier mit mindestens 45 Millionen, was man zahlen müsste, auch ein bisschen zu teuer. Ich habe aber auch wieder einen genommen, den du direkt ausgeschlossen hast. Jonathan David, es wurde mal Zeit, lange und wie du auch schon selber gesagt hast, oft auf Listen, nie geholt gefühlt, ist aber immer ein Talent, immer am Start und jetzt ist er auch am Start. Was hat der für ein Rating? 82 auch. Boah, okay, das ist crazy. Ja, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte schon, der ist echt stark, aber vielleicht halt auch brutal teuer, aber es sei dir auf jeden Fall gegönnt. Ich bin sehr gespannt, wer vor allem jetzt dann bei dir in der dritten Auswahl noch aufgezählt wird und welcher Spieler safe ist. Ich habe jetzt noch, zu guter Letzt, einen dritten Innenverteidiger, der ja zur besseren Garde gehört, in Anführungszeichen. Wir haben da einmal Olivier Boscali zur Auswahl, der hat eine 78, ist der schwächste. Wir haben dann zwei Spieler mit einer 80, das ist einmal Abdülkerim Bardakci und eine Legende mit Harry Maguire. Wir haben zwei Spieler mit einer 81, die auch ja Namensvetter sind. Wir haben einmal den normalen Danilo, in Anführungszeichen, und eben noch den Danilo Pereira. Okay. Okay, ich habe, um ehrlich zu sein, nicht mit der Auswahl gerechnet, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Keine Ahnung, Alter. Gib mir Danilo. Boah, es ist Harry Maguire geworden. Och nö. Mann. Geil. Schade. Ja, nimm mal mit. Nimm mal mit. Harry Maguire. Du bist nochmal dran, oder? Richtig. So sieht's okay, aus. Schieß los. Ja, letzte Auswahl. Es geht nochmal um einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Auch hier erstmal alle Spieler auslaufenden Verträge. Ich glaube, drei sind exakt auf deiner Liste auch gewesen. Das müssten einmal Mandela Keita sein, Enzo Loyodis und Achel Gomez. Das sind die drei mit auslaufendem Vertrag. Ah, nee, warte ganz kurz. Das war, nee, sorry, ganz kurz. Ich habe nichts gesagt. Alle Spieler haben einen auslaufenden Vertrag. Denn West McKennie und Scott McTominay haben diesen auslaufenden Vertrag auch. Ich weiß gerade, du musst auch in meinen Part gucken, Chris, in meinen Parts. Ich laber da so viel Scheiße, Junge. Ich bin gar nicht mehr gewohnt, dieses ganze YouTube-Ding hier. Deswegen, jetzt fühlt sich, ja, ich kann nicht reden, Alter. Ist egal. Fühlt sich fort, hier in den Snipe-Phasen. So, jetzt haben wir es auch endlich. Soll ich die Liste nochmal sagen, weil ich habe jetzt wieder um den heißen Brei geredet. Tatsächlich habe ich sie alle noch auf dem Schirm, denn ich habe auch McTominay und auch McKennie vorhin gesehen, wo ich so auf der Suche war. ich würde trotzdem sagen, dass ich McTominay und McKennie ausschließe. Die zwei Max, die schließe ich jetzt einfach schon mal aus.
Das heißt, es bleibt Mandela, es bleibt Loyo Dees und es bleibt Angel Gomez. Genau. Gib mir Angel Gomez. Okay, dann darf ich Mandela Keita Nein! zum Glück behalten, neben Bulka, David und Amad Diallo, der letztens im FA Cup Man United Liverpool weitergeschossen hat gegen Liverpool. Ja, ist mein letzter Transfer und ansonsten habe ich nämlich noch einen in Klammern, denn für Luis Junior habe ich 10 Millionen Euro und Lukas Klostermann im Tausch bekommen, der jetzt ja die Innenverteidigung bei mir mit Colwell bildet. Okay, also hey, du, richtig starke Mannschaft, ich bin sehr gespannt. Am Ende der zweiten Saison vergleichen wir auch einfach nochmal unsere Teams. Ja, also ich muss gerade sagen, Mandela oder Angel Gomez waren meine Picks, weil Enzo Loyo Dees bei dir ja auch schon, also dein Pick in meiner Fünfer-Auswahl war. Ja, ich weiß aber manchmal nicht, was das heißen soll. Hätte ich jetzt Keita genommen, hätte ich damit gerechnet, dass du sagst, ah ja, du bist schnell auf Keita gegangen, dann nehme ich auch hier Keita und so. Das geht immer in die eine oder die andere Richtung. So, entweder man hat Glück und nimmt denselben Spieler, den der andere genommen hat und es ist der Spieler auch geworden oder halt nicht. Ja, ist richtig. Also es ist einfach ja auch so oft einfach ein 50-50-Ding, wenn überhaupt. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ja grundsätzlich eh bei 20%. Und wir haben keinen einzigen Snipe also in dem SCG-Showdown, oder? Stimmt, nee. Ja, ich glaube, kein Spieler ist gegangen, nee. Also gut, auch besser so hier bei Heidenheim. Wollte ich gerade sagen, keine Budgets, kein Kader gefühlt. Deswegen besser, dass man auch jeden behalten darf. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, weil wir jetzt dann natürlich auch Punkte zählen wollen, endgültig geht es ja aktuell mit 10 zu 8 Punkten dann gleich ins endgültige Punkte zählen. Und das bedeutet Ende der zweiten Saison, wo wir uns jetzt gleich dann wiedersehen. Punkte zählen. Und die Ernüchterung ist direkt da, denn ich gehe ja mit 2 Punkten Rückstand rein. Und ihr seht es ja auch an meiner Tabelle, ich hole auch nur alleine in der Liga 2 Punkte auf. Und Dennis' Punkte sind da noch gar nicht mit einberechnet. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin einfach 16er geworden. Es ist einfach bodenlos schlecht. Es ist typisch Karrieremodus. Erstes Jahr recht solide, dann eine deutlich bessere Mannschaft, wie ich finde. Und plötzlich wird man deutlich schlechter. Naja, aber gut. Ich kann froh sein, dass Hamburg und eben Darmstadt deutlich schlechter waren als ich. Sonst wäre man mit 29 Punkten einfach unten. Oder man dürfte sich nicht beschweren, wenn man mit 29 Punkten absteigt. Die Relegation aber, immerhin ein kleines positives Ding dabei, habe ich gewonnen gegen den VfL Bochum, die bei mir, warum auch immer, im Pokalfinale gegen Bayern standen und da dann aber verloren haben. Dennis, wie viele Punkte machst du in der Liga auf mich gut? Ich bin 9. Das bedeutet auch, glaube ich, 9 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. 44 Zähler sind es auf dem Konto. Einen vor Freiburg, punktgleich mit Union. Hätte auch Platz 8 sein können, aber sei es drum. Hätte jetzt eh nichts gebracht, geändert oder sonst was. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also ne, waren ein paar mehr Siege dabei immerhin als im Jahr davor. Auch ein paar mehr Unentschieden. 11 an der Zahl. Und ja, in der Hinrunde saß aber auch. Also in der Hinrunde war ich zum Beispiel auch schlechter als in der ersten Hinrunde. Im ersten Jahr. Da hatte ich 16 Punkte, dieses Jahr 14. In der Rückrunde jetzt aber 30 Punkte geholt. Also mit irgendwie 18 Spielen, da ist ja noch ein Spiel aus der Hinrunde im Januar. Ja, aber es ist halt ein typisches Ding einfach, dass die Mannschaft, wir vergleichen das ja auch am Ende, so viel besser ist und man aber einfach völlig versagt. Bei mir ist zum Beispiel auch einfach mal Frankfurt jetzt direkt abgestiegen. Okay, ja, das ist echt verrückt. Gut, ich weiß nicht, also ich sehe meine Mannschaft jetzt nicht, als wären die im Mittelfeld irgendwie anzusiedeln, aber wenn man halt das erste Jahr so souverän, in Anführungszeichen, die Klasse gehalten hat, dachte ich eigentlich, dass man zumindest mal die Punkte von 37, die ich glaube ich hatte, mal wieder erreicht. Dem ist aber halt leider nicht so. Ja, Mannschaften vergleichen wir auf jeden Fall gleich. Es gibt für mich einen Punkt im Pokal, Runde 2 in Wolfsburg gewonnen, um dann in Freiburg zu verlieren. Da kriege ich 2 mehr. Erste Runde Frankfurt 4-2, dann 3-1 gegen 1860, dann 3-0 gegen Bochum, auch ein bisschen Lustglück gehabt. Und dann Halbfinale aber leider gegen Gladbach verloren. Okay, alles klar. Ja, Bochum war ja bei mir auch recht weit. Die haben im Halbfinale dann Freiburg schlagen, um dann 2-0 gegen Bayern im Finale zu verlieren. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass bei mir keine Trainer des Monatspreise da sind. Bei dir könnte ich es mir leider nicht vorstellen, aber ist auch nicht. Okay, dann lass noch ganz kurz die Statistik durchmachen und dann heißt auch Endergebnis plus Mannschaften natürlich noch vergleichen. Fangen wir diesmal beim Torhüter an, oder? Ja, wir fangen diesmal an. So ist Arschloch. Auf jeden Fall 9-0 bei Bulka. Okay, sehr stark. Geht auf jeden Fall an dich. Meiner hat deutlich mehr als noch im Vorjahr, aber es sind nur 6. Dann die meisten Vorlagen. Hat bei mir auch wieder derselbe Spieler wie die Tore. Njonto 10. Stark. Okay, da habe ich 8 bei Erin Dingci. Und Tore Njonto 19. Ja, 16 bei Tim Kleindienst, der also abgeliefert hat. Gut, dann lass mich ganz kurz zusammenrechnen. Es sind 19, 22, es sind 25 Punkte bei dir. Es sind, sage und schreibe, 11 Punkte bei mir. Wie viel nochmal bei mir? 25. Uiuiui, das ist ja mal wirklich eine Klatsche geworden am Ende. Absolut, also ich habe definitiv gar keine Chance gehabt. 25 zu 11, jetzt könnte man meinen, ja, das ist ja eigentlich noch in Ordnung, aber nicht, wenn wir 2 Saisons haben und wenn wir vor allem Heiden
Heidenheim sind. Ja, es ist eine absolute Katastrophe. Es war aber eine Machtdemonstration. Ob das Ganze vielleicht dem Rating geschuldet war, das sehen wir jetzt, denn wir vergleichen einfach direkt mal unsere Mannschaften. Ich bin echt gespannt. Fangen wir auf der Torhüter-Position an. Der Bulka ist 83. Ja, okay, das ist schon crazy. Vielleicht auch das schon mit der Joker schlechthin. Ich habe Montipo mit einer 79. Dann Viererkette, Traoré ist, glaube ich, noch vom Anfang, also ist vom Anfang 76, Cowell 82, Klostermann 81 und Föhrenbach 72. Also meine Außenverteidiger sind halt eher so meh. Ja, okay, also ich habe eine Fünferkette, ich nehme einfach den Außenverteidiger links mal mit, das ist Davis 76, Paredes 78, Mainka 77 und Maguire 81. Okay, das ist stark. Dann habe ich einen Dreier Mittelfeld, Keita 80, Usun 76, Meloni 75. Mhm, ich nehme da Jota mit einer 78, ja, Niklas Beste hat eine 81, Erin Dingschi hat auch eine 81. Okay, stark. Und mein Dreierangriff, David 83, Nyonto 85, Diallo 81. Ja, okay, das ist schon echt richtig, richtig stark. Also muss man sagen, Chapeau, Hut ab, richtig, richtig gut. Ich habe Kleindienst 77, ich habe Colidio 79 und weil er eben zuvor die ganze Zeit noch nicht mit reingepasst hat, mein Rechtsverteidiger Abdul Hamid hat eine 82. Ja, okay, und ist auch der stärkste Spieler. Aber ich glaube, ist schon zu Recht so, dass du deutlich besser abgeschnitten hast als ich, würde ich behaupten. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ihr könnt ja mal wie immer gerne den Durchschnitt der Mannschaften des Ratings in die Kommentare schreiben. Da gibt es ja immer wieder fleißige Leute. Ich hoffe, das wird auch hier wieder der Fall sein. Und warum mache ich eigentlich hier das Intro, Digga? Chris, das ist dein Video. Mach, komm, heide. Ja, also dann mache ich jetzt ganz kurz, bevor Dennis jetzt gleich dann offiziell das Schlusswort hat. Also checkt das Video bei Dennis auf jeden Fall ab. Wir sind am Ende angekommen. Ja, erster Link in der Videobeschreibung. Hat euch das Ganze gefallen? Ihr wisst ja, Dennis X Leches oder Dennis X Chris, Dennis Gaming TV X Leches. Ja, volles Programm. Ihr wisst ja auf jeden Fall, was hier abgeht. Lasst liebe da ein kostenloses Abo, natürlich einen Daumen, einen Kommentar, volles Programm, schickt das Video bei Dennis ab. Es ist das Comeback und wird hoffentlich für ganz, ganz langen Zeitraum, vielleicht für immer auch das letzte Comeback bleiben, denn wir wollen einfach wieder angreifen. Wir wollen da sein, wir haben Bock und vor allem habt ihr das ganze Thema vermisst. Lasst liebe da, ja, checkt das Video bei Dennis ab und Dennis, für dich gibt es jetzt das Schlusswort. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mich an der Stelle nochmal bedanken dafür, dass so viele Leute auch immer wieder nachgefragt haben. Wo sind die Showdowns? Wo bin ich? Also Chris wurde bombardiert und so, deswegen ich nehme mal das Wir. Ich streiche das weg. Es liegt natürlich auch eher an mir. Chris war aktiv und so, aber ich bin wieder am Start, Freunde. Und so wie Chris meinte, ist jetzt auf jeden Fall nicht geplant, da noch längere Pausen drin zu haben oder sonst was. Deswegen jeden Sonntag mindestens ein Showdown. Diese Woche als Beispiel doppelte Ladung direkt am Wochenende, am Sonntag. Geht's den nächsten, Freunde. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich hoffe, ihr seid wieder am Start, wenn ihr schon gar nicht mehr wisst, wie die Videos von uns aussehen und waren und sonst was. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag in alter Frische wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein und ciao.